Ja, wir hatten eigentlich eine sehr produktive Klausur in einer ja, sehr bewegten Zeit natürlich. Insoweit haben wir natürlich als allerersten Punkt unserer Klausur auch über die aktuelle Situation gesprochen, nach den Terroranschlägen von Paris, über die aktuelle Debatte, die es jetzt natürlich auch gibt. Wie reagiert man darauf? Es gibt ja jetzt gerade heute auch aktuelle neue Meldungen, dass Frankreich eben Unterstützung einfordert. Da ist unsere Position völlig klar. Also ein militärisches Engagement Deutschlands lehnen wir ab. Und wir sind auch fest überzeugt, dass das die absolut falsche Antwort ist. Wer auf Terror mit noch mehr Krieg antwortet, der wird noch mehr Terror ernten. Das ist genau die Spirale, die wir jetzt seit vielen Jahren schon erleben, seit Beginn des sogenannten Krieges gegen den Terror. Immer wurde der Terror dadurch gestärkt. Letztlich ist es das sogar, was diese Gruppen wie der Islamische Staat wollen. Es ist die falsche Antwort und deswegen darf es auf keinen Fall zu einem verstärkten deutschen Engagement, zu einer verstärkten deutschen Beteiligung kommen. Deutschland sollte seine Verantwortung wahrnehmen, eine diplomatische Lösung im Syrien-Konflikt zu erreichen. Da gibt es endlich erste Schritte und Bombardierungen treffen eben immer in erster Linie auch Zivilisten und genau das ist der falsche Weg. Wir haben gestern zweitens auch sehr ausführlich eine Debatte geführt, die jetzt öffentlich etwas aus dem Fokus gekommen ist, aber die trotzdem sehr wichtig ist unseres Erachtens, nämlich die Frage, wie geht es mit Europa weiter? Die Kanzlerin hat die Eurokrise ja für gelöst erklärt. Wir sind dieser Meinung nicht. Wir haben uns deswegen auch zwei sehr kompetente Gäste eingeladen, nämlich Dr. Heiner Flassbeck und Professor Rudi Hickel, die uns dort ihre Sicht auf den aktuellen Stand in Europa, auf die Entwicklungen in Europa und die Perspektiven dargestellt haben. Und es war auch ein Konsens in dieser Diskussion, dass natürlich gerade diese ungelöste Eurokrise auch einer der Gründe ist, warum es jetzt nicht gelingt, ein irgendwie solidarisches Handeln Europas in der Flüchtlingskrise zu erreichen. Das trägt zumindest nicht dazu bei, weil es eben diese großen Probleme, Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung in vielen Ländern nach wie vor gibt. Und dort haben wir über Lösungsvorschläge debattiert, in einer offenen Diskussion, einer sehr guten Atmosphäre. Das war jetzt nicht das Ziel, danach ein Kommuniqué rauszugeben und fertige Antworten zu finden, sondern erstmal überhaupt ein Problembewusstsein und bestimmte Strategien. Wir haben uns heute damit beschäftigt, die Flüchtlingsfrage mit Kommunalpolitikern zu diskutieren. Und da wird Ihnen Dietmar Bartsch jetzt noch etwas Näheres dazu sagen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir. Ich sehe das so, dass unsere Klausur bis zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr erfolgreiche war. Ich will die beiden Punkte ergänzen. Wir hatten eben sehr, sehr interessante Diskussionen mit Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertretern der Linken, Landräte, Oberbürgermeister und Fraktionsvorsitzende von Frankfurt am Main bis Schwerin. Die haben natürlich ihre Sicht der aktuellen Probleme noch einmal umfangreich dargelegt, haben aber auch kenntlich gemacht, was Handeln der Linken auch im Unterschied zu anderen auf kommunaler Ebene bedeutet. Es ist so, dass in fast allen Ländern, in fast allen Kommunen die Probleme ähnlich sind, wenn natürlich auch Flüchtlingszahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit denen in Nordrhein-Westfalen oder Bayern kaum zu vergleichen sind. Trotzdem gibt es überall selbstverständlich Diskussionen in der Bevölkerung. Ganz klar ist, und da gibt es eine große Übereinstimmung zwischen den Kommunalpolitikern und uns, dass alle diejenigen, die hier rechtsextremistisches, chauvinistisches, fremdenfeindliches Gedankengut schüren und teilweise praktisch handeln, dass wir denen entschieden entgegentreten, ganz entschieden entgegentreten, weil das Brennen von Flüchtlingsheimen oder auch nur verbale Angriffe sind nicht akzeptabel. Wir brauchen in unserem Land weiterhin ein Willkommen. Es gibt Riesenherausforderungen, ganz deutlich geworden. Landräte, Oberbürgermeister, Fraktionsvorsitzende haben das klar beschrieben, wo die Herausforderungen sind. Aber sie sind eben auch bewältigbar, wenn auf der Bundesebene entschlossen agiert wird. Die nachdrückliche Forderung, wirklich ein Investitionsprogramm in Infrastruktur, zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr, ist gerade auch angesichts der Flüchtlingskrise notwendig ist, in Bildung auch in besonderer Weise notwendig, aber in viele andere Bereiche. Das ist die Antwort, die sollten wir gehen. Das haben wir in dem Papier, was wir hier vorgelegt haben, was Sie kennen, auch noch einmal festgehalten. Für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das zusammengehen muss. Nur dann werden wir den Herausforderungen, die aktuell stehen, gerecht werden können. In diesem Zusammenhang fällt im Übrigen auch das jetzt von Frankreich formulierte Begehren. Ja, wir sind dafür, dass Europa gemeinsam handelt, aber eben nicht militärisch. Nicht militärisch, das ist der falsche Weg. Endlich mehr in Entwicklungspolitik
investieren. Da sind die Haushaltsberatungen in der nächsten Woche eine gute Möglichkeit. Das sollten alle europäischen Länder tun. Eine diplomatische Offensive, alles das, was eben Sarah Wagenknecht gesagt hat. Eine abschließende Bemerkung sei mir gestattet. Natürlich haben wir auch über unsere Positionierung, was das Jahr 2016 und die anstehenden Wahlen betrifft, gesprochen. Da wollen wir mit Entschlossenheit die 5 Landtagswahlen, aber auch die 2 Kommunalwahlen unterstützen. Wir sehen gute Chancen, dass wir dort erfolgreich agieren können. Da sind wir uns in der Fraktion sehr, sehr einig, dass das für uns die großen Herausforderungen des nächsten Jahres sind. Das wollen wir mit, wie gesagt, in dem von uns vorgelegten Papier aufgeschrieben, mit diesen Schwerpunkten im nächsten Jahr angehen. Und ich bin da sehr optimistisch.